Nein! Nein, bitte! Ich habe wirklich einen Scheißtag und du machst es schlimmer. Tja, ich weiß jetzt nicht, wie wir die rauskriegen sollten. Ich meine, Strom wäre eine gute Idee. Oh, ja. Und da war der Ton wieder weg. Oh, was zum... Was? Nein, komm schon, du Scheißding, tu mir das nicht an! Soll jetzt mal kurz aufpassen, bitte. Du Schrotthaufen, gib sie mir! Gib mir meine Zigaretten! Du Mieses. Das war's. Ich hole meinen Keygrip und die prügelt dich windelweich. Hey, Charlie! Ja? Wow, hat das... Es ist Essenszeit. Wir sollten die anderen holen. Okay, ich komme. Und zu dir komme ich mit einer verfickten Brechstange wieder. Bist du alleine da drin? Wer ist das hinter der Bar? Was? Ja, willst du dir das nicht sagen, dass da Animatronics rumlaufen? Ah, wie lange noch bis zum ersten Tod? Hey, ich hatte eine Idee für ein Intro-Segment. Willst du jetzt? Ja, wenn wir die Aufnahme jetzt eintöten, schreibt Charlie vielleicht nicht mehr alle meine Ideen um. Ja. Okay, klar. Was? Nichts. Gib mir eine Sekunde und es geht los. Soll ich dir echt abkaufen, dass nichts dir im Kopf rumspukt? Ja. Und ist das Objektiv sauber? Ich bereite nur alles... Wirklich? Ja. Immer mit Kleinigkeiten beschäftigt. Wie wäre es mal, was zu riskieren und einfach... Du hast eine Woche rumgetrödelt, bevor du das Angebot abgelehnt hast. Also das mit dem Ton ist echt ärgerlich. Nur weil das länger mit dem Zug gedauert hätte. Ich habe abgelehnt, weil du dann allein mit Charlie gewesen wärst. Für wie fies hältst du mich? Ich meine es ernst. Ich auch. Okay, lassen wir das. Toll. Lass mich die Kamera holen. Nutzen wir das Tageslicht, dann können wir alleine drehen. War im Foyer ein Dachfenster? Weiß nicht mehr. Ich will nur ordentlich aussehen. Du siehst in jedem Licht gut aus. Keine Sorge. Willst du dich einschleimen? Ja. Funktioniert's? Vielleicht. Auch gut. Mark, warum lässt du alle denken, ich hätte Schluss gemacht? Wenn Jamie die Wahrheit wüsste, würde sie Ruhe geben. Ich meine, alle nehmen das halt an. Ich weiß nicht, ob das nett oder egoistisch ist oder beides. Es ist goldene Stunde. Wir finden ein gutes Plätzchen. Ich weiß nicht, warum ihr Kameranerds das so nennt. Es sind höchstens 15 Minuten. Ja und nein, wenn du den richtigen Reflektor... 15 Minuten. Höchstens. Los, lass uns gutes Licht suchen und anfangen. Danke, dass du mitmachst. Du bittest mich nur darum, weil deine Arme zu kurz für Selfies sind. Meine Arme sind nicht kurz. Okay, wir haben ja schon zwei Beziehungen. Wohin? Auf dem Balkon sehe es gut aus. Suchen wir einen Weg nach oben. Wie ist die neue Wohnung? Reicht fürs Erste. Gefällt sie dir? Wenn der Max Kammer auch noch ein Tief ist, der Fokus der Kammer ändert sich. Mietvertrag, so kann ich in Ruhe was Besseres suchen. Das ist... kluger Plan. Du hast gesagt, zieh aus, also bin ich raus. Das war ein Kompliment. Ich sag's ja nur. Ich dachte schon, du schläfst auf der Couch im Studio, während du obsessiv nach der perfekten Wohnung mit der richtigen Wandfarbe in der Nähe einer Haltestelle suchst, oder? Vielleicht ist das ein weiteres Tabuthema für unsere Liste. Ja, du hast wohl recht. Okay, das mit dem... Da morgen ja ausscheidet, ist es okay, wenn ich mein Zeug nächste Woche hole? Wow, was wird das? Wollt nur das Licht checken. Persönliche Grenzen, weißt du noch? Mein Zimmer ist mein privater Rückzug. Okay. So eine Therapie ist ja ganz sinnvoll. Aber ein paar der Regeln sind echt bescheuert.
Dead End. Nee, hier ist auch nichts versteckt. Ah, Moment. Halt mal was. Okay. Wir machen dann auf alle Fälle irgendwas draußen. Vereint. Ich muss also unbedingt auf die Gemälde hier schauen. Oh. Das ist ja was. Ja, sowas braucht man im Hotel. Hier hinten ist was. Kann ich das fotografieren? Ja, toll. Ziemlich unscharf. Na dann, gehen wir mal dahin. Ja, und schön dunkel. Falls uns Dumet hier erwischt, brechen wir eine seiner Regeln? Wir sollen nicht allein rumlaufen. Und außerdem haben wir die Tür praktisch aufgebrochen. Wir? Also sollten wir vorsichtig sein. Ah, vermutlich. Da war die Kleine. Oh, er schon wieder. Ja, Dumet scheint mir ein Typ zu sein, der durchdreht, wenn man seine... Wow! Scheiße. Arsch. Das hat mich zu Tode erschreckt. Und da ist auch noch was? Was ist die Devil? Die Wahrheit hinter meiner ersten Serienmörder. Seit seinem Erstlingswerk 2002 ist Joseph Morello von der Serienmörder-Spursache fasziniert. Und keiner hat ihn mehr gefesselt als H.H. Holmes. In seinem neuesten Taschenbuch beleuchtet Morello mehr als 15 Jahre seiner eigenen Recherchen und Veröffentlichungen in und trennt Fakten von Fiktion, um Beweise für die Wahrheit hinter dem historischen Fall von Amerikas erstem Serienmörder zu liefern. War er der Teufel? Pflichtlektüre für Morello-Fans. Real Killer Magazine. Wie eine Analyse aus einem schlimmsten Albträume. Review Monthly. Okay. Sonst ist hier, glaube ich, aber nichts. Doch, da ist was. Aber was genau? Na. Wie mache ich das? Achso, mit Pfeil nach unten. Geil, hab's. Geburten, Tode, Eheschließung. Mr. und Mrs. Robert Hall aus Silver Spring geben die Geburt ihrer Tochter Marilyn 10 am 10. Juni in White Oak Hospital bekannt. Eline und Stephen Wright aus North Park hier geben die Geburt zu uns. Oh, okay. Im Namen der Tochter Lucinda Mutti geben sie die stolzen Großeltern George und Irene Monday aus Silver Spring die Geburt der. Okay, das Geburtenbuch da. Balkoni. Und da hätt's einen Lichtschalter. Es muss einen Ausweg geben. Naja, wir brauchen also einen Schlüssel. Kannst du noch mal Foto-Action machen? Ah. Sieh dir die Tapete an. Ja, so ein bisschen runterkommen. Die ist ja uralt. Verdammt, alles hier ist uralt. Ich dachte, das Haus wäre außen alt, aber innen renoviert. Halt, da kann ich was untersuchen. Dumet will wohl alles erhalten. Manny Sherman, geboren am 1. Januar 1956. Ah, bitte. Das wissen Sie doch alles. Was wollen Sie? Was ist das?
Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, oder Special Agent Monday? Was sind meine Lieblingsfernsehsendungen? Erstes Haustier beschreiben? Wie waren Ihre Freunde in Kindheitstagen? Was soll das? Machen Sie eine Umfrage oder möchten Sie etwas herausbekommen? Können Sie nicht einfach direkt fragen? Sie wollen wissen, was mich inspiriert hat? Als wäre ich kein Original? Ah, vielleicht gab es da einen Mann, der mich etwas faszinierte. Henry Howard Holmes. Warum? Weil er der Erste war. Amerikas Erster. Er hat das Ganze erfunden. Er hat Maßstäbe gesetzt, wissen Sie? Bilden Sie sich, Monday. Lesen Sie ein Buch. Sie glauben, ich wäre dumm, weil ich Leute aufschlitze und mir das Freude bereitet? Ich habe angeblich 13 Leute getötet, bevor ihr schlau genug wart, mich zu finden. Okay, ich glaube, der ist entkommen. Verfault doch alles. Fäulnis, das ist es. Da, der Schlüssel? Wir brauchen bloß einen Weg durch. Ja. Kannst du da nichts mit deiner Stange machen? Ich probier's gerade nochmal. Ja, ich sehe da einfach nichts. Gut. Ist ein altes Haus. Tote Fische am Inselstrand, Tiere im Wald. Könnte alles sein. Was immer es ist, ist es mausetot. Ah, dann wird der Weg also von oben sein. Aber wenn hier schon die Sachen runterfallen, ist wohl das Zeug hier mal ein bisschen baufällig. Wie funktioniert Springen jetzt hier? Ah, mit A. Oh, nee. Ach so. Okay. Und das jetzt? Nein. Oh. Ich hätte das mit X machen müssen. Oder? X? Ja. Ja. Okay. Loslassen und einmal drauf. Sieht hier irgendwie nicht viel geiler aus. Rüberspringen ist keine Option. Keep your head down. Ja, komm, runter. Und wir werden beobachtet. Sehen wir die Kamera? Vermutlich da irgendwo in der Wand drin. Okay. Irgendwas müssen wir mit dem hier machen. Wette ich mal. Naja, vermutlich da hinten hin. Halt. Nein. Was machst du? Da rein. Loslassen. Ja, das könnte klappen. Nichtsdestotrotz schauen wir uns die Tür hier an. Die verschlossen ist. Ja gut, dann gehen wir wieder rauf. Ach nee. This should work. Mark, alles gut da drin? Bin gleich wieder da. Ach, hier drüber. Ah, okay, wir müssen das jetzt wieder zurückschieben.
Umständlich, aber okay. Habe ich momentan lieber, als wenn hier gerade voll der Horror abgeht. So. Hey. Oh. Kamera! Und jetzt einmal hier rein. Hey. Was machst du? Passt es jetzt? Ja, ja. Das wird schon reichen. Cool. Jetzt sind wir hier drin. Mal flashen hier, aber hier hat es nichts. Es ist verschlossen. Ja, das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Oder? Ne, hier ist gar nichts. Na ja, gut. Oben kann ich drüber. You can do this. Cool. Wir haben es geschafft. Holen wir uns mal den Schlüssel. Balcony. Gut. Ja, komm, mach auf. So, ich hab den Schlüssel. Kommst du mit? Komm schon. Ist doch gar nicht so hoch. Meine Höhenangst sagt was anderes. Ja. Dachte, wir hätten es eilig. Stimmt. Aber wenn ich scheiße aussehe, müssen wir es neu drehen. Okay. Ja, dann. Reagiert jetzt eigentlich darauf, wenn ich da rangehe? Nö. Dead end here. Okay. Was haben wir da? Was? Possessions belonging to victims of H.J. Holmes, Chicago, 1896. Hey, die Kette kennen wir ja doch. Okay, das ist ein bisschen creepy. Kate, sieh mal hier. Das ist sein Hut. Was? H.H. Holmes. Nicht anfassen. Ja, wir machen es natürlich. Fuck! Alles okay? Nein! Das Scheißding ist plötzlich aufgetaucht. So eine Scheiße. Siehst du? Was ist das? So eine Art mechanische Figur? Ja, und zwar eine gruselige. Die tut dir nichts. Sie hat dich auch erschreckt. Und dich zweimal. Ja, mich auch. Hey, Charlie, 8 Uhr. Essenszeit. Verdammt, wir haben nichts. Noch ist Zeit. Komm schon, lassen wir Charlie nicht warten, sonst faselt er ewig davon. Och man, ich dachte, wir machen da jetzt nur ein kleines Shooting. Hey, sei höflich zu Charlie. Er war zuerst unhöflich, als er gemeckert hat, obwohl ich nur meinen Job gemacht habe. Ich muss vor der Kamera sprechen, nicht er. Ach komm, du warst auf Streit aus, gib's doch zu. Du hast ja recht, aber auf Wut reagiert er bekanntlich mit mehr Wut. Sein Problem, Mark, nicht meins. Aber es ist das Leid, euch streiten zu sehen. Charlie kann anstrengend sein, einfühlsam.
Ich weiß, Charlie kann anstrengend sein. Hast du seine Notizen gesehen? Ja, habe ich. Die Hälfte seiner Texte ist unbrauchbar. Das mag auf dem Papier ja gut aussehen, aber das reicht nicht. Ich will nur helfen. Und er ist immer gleich beleidigt. Weil er denkt, dass du nur Aufnahmen für dein Demo-Video willst. Und wenn's so wäre? Er denkt, wir gehören ihm. So sind Regisseure nun mal. Bitter. Charlie denkt echt, wir gehören ihm. Er kontrolliert uns ständig. Ich lass mich nicht kontrollieren. Warum sonst streiten wir so oft? Übrigens, er hat Aaron seit Wochen nicht bezahlt. Er hat ihr gesagt, von ihm lernen sei ja Lohn genug. Wow. So ein Arschloch. Er hetzt sie quer durch die Stadt, um seine Wäsche abzuholen und für ihn einzukaufen, als ob er das nicht selbst könnte. Ist auch egal. So oder so werde ich Lonnet Entertainment verlassen. Hör ab, solange du kannst. Ich dachte, wir gehen gemeinsam. Enttäuscht. Ich dachte, wir gehen gemeinsam, als ein Team. Mark, du willst das hier nicht. Es ist nur ein Job, bis du dir einen Namen als Fotograf gemacht hast. Erwarte nicht... Ich weiß. Ich hasse diesen Dokumentationsscheiß. Charlie hat weder Ahnung von Bildkomposition noch von richtigem Storytelling. Dann zieh weiter. Hast recht. Charlie würde uns sofort ersetzen, wenn das nicht so unbequem für ihn wäre. Er benutzt uns. Ich habe Besseres verdient. Du auch. Wir alle. Eine umwerfende Darbietung gibt die Nachrichten auf und werde Schauspielerin. Ich war tief berührt. Scheiße. Fucking Oscar-reif. Du weißt nicht, worüber wir geredet haben. Ich habe genug gehört, danke. Ich weiß, wie Verrat klingt. Von dir bin ich besonders enttäuscht, Mark. Egal, wie deine Zukunftspläne aussehen, noch arbeitest du für Lonnet Entertainment. Und die Crew von Lonnet Entertainment ist jetzt zu Abend mit ihrem Gastgeber. Charlie, es tut mir leid. Und Mitarbeiter von Lonnet sind Profis, klar? Also benimm dich auch so. Toll. Fuck. Zufrieden? Du hast eine Zukunft, ich jetzt nicht mehr. Der Mann ist ein scheiß Kleinkind und irgendwie sinken wir alle auf sein Niveau. Ja, damit ist der Abend erstmal gelaufen von der Laune her. Ah, schon wieder so eine Scheißpuppe. Ich bin gespannt, was mit denen noch auf sich hat, aber bestimmt nichts Gutes. Hey Leute! Gute Laune Crew ist da. Ist es okay, wenn ich Wein einschenke? Oh Gott, bitte. Hat jemand Mr. Dumet gesehen? Sollten wir nicht auf ihn warten? Schenk ein, Mark. Ja, besorgt. Wer lädt zum Essen ein und kommt dann selbst nicht? Ihr habt ihn doch nicht irgendwie verärgert, oder? Nein, Dad. Ich habe hier außer dem Hausmeister niemanden gesehen. Bestimmt kocht er das Essen selbst. Ach, Mr. Dumet! Sie haben sich aber fein zurechtgemacht. Wir haben den Wein entkorkt, das ist Ihnen doch recht. Dumet? Ja, der Typ kommt nicht. Moment, was, wieso? Er hat deine respektlosen Tweets aus seiner Limo gelesen. Ich hab ne... Wovon redest du da, Jamie? Er ist wieder mit der Fähre weg. Was? Wann? Gleich nachdem wir auf die Zimmer sind. Er ist weg? Ganz sicher? Unmöglich. Du hast dich geirrt. Ich bin nicht blind, ich hab's gesehen. Warum sollte er abhauen? Das ergibt keinen Sinn. Sie hatten's verdammt eilig. Du hattest recht. Hier war doch ein Kind. Ich hab sie gesehen, als ich mein Zimmer gesucht hab. Wieder mal ein perfekter Plan von Charles Lonnet. Und was jetzt, Boss? Schwimmen wir zurück? Warum lädt er uns hierher ein und zum Essen und haut dann ab? Sicher einen guten Grund. Ja, erstmal beruhigend. Ich bin sicher, er hat seine Gründe. Wer weiß, was passiert ist. Vielleicht hat er Pizza bestellt und sie liefern nur bis zum Anleger. Wir könnten uns das zunutze machen. Wie? Na, denk mal nach. Wir sind hier umgeben von der perfekten Kulisse. Alles läuft nach Plan. Noch. Er ist sicher nicht ohne Grund weggegangen.
Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Leute, bin ich die Einzige, die langsam Angst vor diesem Ort kriegt? Und vor Mr. Dumet? Auch wenn es mir wirklich in der Seele wehtut, das zu sagen. Ich glaube, Jamie hat recht, was das angeht. Danke! Sprecht etwas leiser. Warum? Er ist nicht hier! Aber das erklärt nicht, warum er abgehauen ist. Er musste zurück, um sich ein Alibi zuzulegen. Was soll... Naja, damit er alles abstreiten kann, wenn unsere Leichen am anderen Ufer des Sees stranden. Oh, Gott. Jamie! Musst du alles noch schlimmer machen? Das ist nicht hilfreich. Okay, bitte. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn du hier drauf gehst. Was ist dein Problem? Sag's ja nur. Du hast wohl keine Zigaretten gefunden? Das Fiese ist, ich habe einen Automaten gefunden, aber wie alles an diesem beschissenen Ort ist er alt und kaputt. Also was tun wir? Bloß rumsitzen und so tun, als ob wir essen? Wie ist der Plan, Charlie? Der Plan? Wie immer bei Lonnet Entertainment sitzen wir uns die Ärsche breit und drehen Däumchen, bis die Deadline naht und wir panisch irgendeinen Scheiß zusammenschustern und ich die Sache durch mein Voice-Over rette. Tja, trinken wir darauf, dass Topeka nicht mehr Charlies schlechtester Einfall ist. Enthusiastisch. Probieren wir's mal. Also, ich würde jetzt gerne auf euch trinken. Ehrlich. Ich weiß, ich bin die Zielscheibe eures Spotts. Das ist mein Los als Patriarch unserer kleinen Familie. Mark und Jamie, ihr schafft so viel Arbeit wie sonst 10 Leute. Und Kate, trotz unserer Streitereien, bist du das Herz dieser Show. Dank dir bleiben die Leute dran. Und zu guter Letzt unser Neuzugang Aaron. Ohne dich wären wir verloren. Wer außer dir denkt stets an jedes kleine Detail. Ich danke euch für eure Arbeit. Prost. Prost. Auf uns. Prösterchen. Was wir hier kriegen können, das hebt die Show auf ein neues Niveau. Klar, wenn wir alles gefilmt kriegen. Ja, er hat uns sowas von gehört. Nee, er wäre nie so nett, wenn er uns gehört hätte. Vielleicht sollten wir das nicht gerade jetzt besprechen. Du hast angefangen. Was ist denn jetzt, Kate? Nichts Wichtiges, wir diskutieren nur ein paar Ideen. Ich denke, sie wirkt am besten, wenn wir die Hintergründe so gruselig wie möglich machen. Das ist easy. Findet es noch jemand seltsam, dass Dumet nicht hier ist? Ja, der kommt nicht mehr. Womit fangen wir an, Charles? Du bist der Boss. Danke. Ich denke, das Foyer ist ein guter Einstiegspunkt. Das Licht dort reicht noch zum Arbeiten. Und es ist auch symbolisch der Eingang in die Mörderburg. Mit dem Licht, das wir schon haben, brauchen wir nur ein paar zusätzliche Lampen. Wir könnten es so aussehen lassen wie Gasbeleuchtung. Perfekt. Und wenn Dumet auftaucht? Wenn er sagt, wir sollen aufhören, werde ich ihm was erzählen. Er hat uns hierher gebracht. Also gut, holt alle euer Zeug, dann treffen wir uns im Foyer. Lasst uns ab jetzt bitte so professionell wie möglich sein. Keine Fehler? Perfektion. Falls er zurückkommt, soll er uns hier auf keinen Fall rumeiern oder streiten sehen. Hast recht. Schon dabei, oder Leute? Fantastisch, das höre ich gern. Sollte nicht lange dauern. Ich glaube, jetzt beginnt der Showdown. Toll. 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 Ja... Ich möchte jetzt nicht in seiner Haut drin sein. Schon wieder die Puppe. Oh, was? Was wird das?
Der baut sie danach in den Puppen. Oh, über eine Stunde vergangen. Hallo? Leute? Seid ihr das? Oh, und sie hat die Fähigkeiten mit dem Mikrofon. Benutze R, um das Richtmikrofon auszurichten, für die Geräuschquelle zu finden. Okay. Auf alle Fälle mal in diese Richtung. Na, es kommt von rechts. Will ich das wirklich wissen, was da ist? Ich glaube, das ist hier drin. Ja. Ich komme hier aber halt nicht rein. Also sollte ich hier irgendwas tun können? Ja, gut. Mit L? Ja, aber... Hä? Kommt das jetzt wieder? Komisch. Komisch. Aber sie kann das auch noch mal untersuchen. Aber sie sagt dazu nichts, oder? Nee. Oh, ich kann es aufklappen. Kapitel 5, Atemtechnik für Notfälle. In den vorherigen Kapiteln haben wir uns angesehen, wie wir mit Atmung durch den Bauch Angstgefühle leichter in den Griff bekommen. Es hat sich gezeigt, dass das Praktizieren von Techniken wie Etuma oder Pranayama nur für 20 Minuten täglich im Laufe der Zeit einen Puffer gegen Stress aufbaut. Aber wenn uns eine plötzliche Angst- oder Panikattacke überfällt, brauchen wir eine schnellere Technik, die sofort wirkt. Damit befassen wir uns in diesem Kapitel. Die 5-4-5-Technik. Suchen Sie sich einen Stuhl, der möglichst gemütlich ist, dann lockern Sie Ihre Kleidung. Atmen Sie sanft 5 Sekunden lang durch die Nase ein. Versuchen Sie, in Ihren Bauch zu atmen, aber wenn Sie das nicht können, ist es auch nicht schlimm. Atmen Sie 5 Sekunden lang durch den Mund aus, als ob Sie eine Kerze ausblasen wollten. Wiederholen Sie diese Abfolge 5 Minuten lang, bis Sie sich langsam ruhiger fühlen. Hinweis: Manchen Menschen hilft es, sich beim Atmen eine entspannte Umgebung vorzustellen. Stelle mir vor, ich würde im All schweben und neue Planeten weit weg von der Erde entdecken. Was könnte Ihre entspannende Umgebung sein? 5 Minuten. Das einkringelt. Oder einfach Kopfhörer aufsetzen. Ja. Was ich denn jetzt oder was macht hier? Nee. Ja. Kein Plan. Andere Türen sind auch zu. Da kann ich nichts machen. Ja, was soll ich jetzt hier tun? Cool, dass man jetzt allen möglichen Scheiß hier sieht. Oh, das war die Hängung. Die Hinrichtung von H.H. Holmes.
Das ist so hart, dass man jetzt hier alles hört. Eigentlich möchte ich dieses Richtmikrofon wieder ablegen. Ich höre da ein bisschen zu viel. Ansehen. Oh, na gut, das wird wieder ein Hinweis, oder? Fuck! Vorahnung. Scheiße. Ich glaube, ich habe mir schon seinen ersten Todesfall. Ja, wir kommen jetzt hier eigentlich wieder zurück. Das war die Hinrichtung. Und jetzt auf einmal Musik. Fuck. Nee. Okay. Liebe. Okay. Ah, jetzt wird's langsam intensiv. Ich mache an der Stelle jetzt erstmal kurz eine Aufnahmepause. Ist intensiv für mich, auch wenn jetzt gar nicht mal so viel passiert ist. Es kommt noch. Ich muss so Horrorspiele echt in Dosen machen, sonst drehe ich voll durch. Aber ich hoffe, es hat euch bis dahin gefallen und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Hase, bis zum nächsten. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.